Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen draußen im Netz und hier im Saal. Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen, die mich bei diesem Vorgang traurig machen, aber auch ein Stück weit kämpferisch machen. Das Erste ist, alles fing ja damit an, dass 10 Millionen Euro bei der Fusion von der Drewag dann zur Sachsenenergie für Energiemaßnahmen ausgegeben werden sollten für die Erzeugung von Wärme und Strom, die nicht, also heute noch nicht rentierlich sind, wo man also drauf zahlt, wo man aber in kurzer Zeit, mittelfristig eine Innovation, eine Steigerung, eine Prozessverbesserung erwartet, sodass sie wirtschaftlich sind. Das wären genau die Innovationen gewesen, von denen, wir sind hier Bundestagswahl, Herr Lindner von der FDP immer redet. Und das wäre auch genau das gewesen, was ein verantwortungsbewusster und verantwortungsvoller Stadtrat hätte machen sollen, nämlich in die Dekarbonisierung unserer Energieerzeugung Geld reinzustecken. Das hat dieser Rat in seiner Weisheit nicht gewollt und stattdessen das Geld zerstückelt und für irgendetwas anderes ausgegeben. Ja, auch die anderen Sachen sind wichtig, das stimmt. Aber wenn man Geld für andere Sachen haben will, sei es jetzt für Sport oder sei es für Soziales oder sei es für irgendwas, dann nimmt man es nicht von dem sowieso schon viel zu kleinen Topf für die Rettung unserer Welt. So. Und es macht mich sehr, sehr traurig, dass offenkundig kein Mensch hier in diesem Saal irgendwie die Tragweite und die Dramatik begreift und kein Mensch nachvollziehen kann, wieso ich mich an dieser Stelle so aufrege. Ich sagte am Anfang, ich werde zwei Aspekte benennen. Der zweite Punkt betrifft die Finanzierung jetzt von diesem Geld. Wir verfrühstücken hier in dieser Vorlage das Sachsenbad. Das Sachsenbad, wir haben zwar hier beschlossen, ganz knapp mit einer Stimme, dass es verkauft wird, aber es ist noch nicht verkauft. Im Gegenteil, ich und ein paar von den Linken, wir klagen gerade gegen Oberbürgermeister Hilbert, der gerade nicht da ist, dass wir diesen Prozess eventuell zumindest feststellen können, dass es falsch war, beziehungsweise vielleicht geht da ja noch was. Der Vertrag ist ja noch nicht unterschrieben. So, die Leiche ist noch nicht mal tot. So, und trotzdem geben wir hier die 1 Million jetzt fröhlich und freuen uns noch in der Vorlage. Ah ja, die 1 Million für das Schutzdach, was wir hätten drauf machen können, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr und die können wir gleich mitverbraten. So, das ist dann die zweite Fehlentwicklung oder Missbrauch. Ja, das Erste ist, man hatte Geld für Klima und hat das Geld für was anderes genommen. Und das Zweite ist, man hatte Geld, 1 Million zur Rettung eines sehr wichtigen Denkmals. Und jetzt sagt man, olle, brauchen wir nicht mehr, jetzt benutzen wir es einfach mal für was anderes. Das kann man so machen, es macht mich aber traurig, es macht mich ein Stück aber auch wütend und kampffröhlich. Und ich persönlich, die Piraten, die Dissidenten, werden weiterhin für die Themen Klima und für die Themen Rettung wichtiger Denkmäler und soziale, kulturelle Nutzung derer eintreten. Dankeschön.